Hallo zusammen, hier ist iDevil und heute werde ich euch erklären, wie man einen beweglichen Boden macht. Hier seht ihr, wie es unten aussieht und jetzt werde ich euch vorzeigen, wie es aussieht beim Bewegen. Es leckt ein bisschen, es leckt höllisch viel. Darum werde ich es jetzt ausschalten, sonst stört es beim Bauen. Was ihr beim Bauen braucht, ist eine große freie Fläche und ihr müsst 4 Blöcke nach unten bauen. So, jetzt. Das ist jetzt blöd. Und das baut ihr jetzt überall so im ganzen Feld. So, das ist jetzt, wie es aussieht am Schluss. Ihr braucht jetzt Stein, Sticky Pistons, Redstone Storage, Redstone, ein Repeater und ein Lever. Also ein Schalter. Ein Hebel meine ich. Also jetzt geht ihr da unten. Ihr lässt eine Reihe, einen Block frei und macht eine Reihe von diesen Steinblöcken. Genau wie da. So. Und da lässt ihr jetzt zwei Blöcke frei und macht genau das gleiche, eine Reihe Steinblock. Und ich mache auch einen dritten Mal. Hier. Bis am Ende. Immer 2 Reihen frei lassen. Was ihr jetzt macht, ist den Sticky Piston. Ihr legt auf jedem Stein ein Sticky Piston. Okay. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr hier so einen kleinen Weg bauen, also abbauen, bis zum Ende, damit man sieht, wie es zwischendurch aussieht. So, noch 2 Blöcke hier. Ups. So, jetzt sieht man ganz genau. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr jeden zweiten Stein, also müsst ihr jeden zweiten Stein abbauen. So, dass immer ein Sticky Piston in der Luft hängt. Und hinten. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, den Gang verbessern und so. Aber was ihr jetzt machen müsst, ist mit dem Redstone genau das gleiche, wie ich es jetzt mache. Moment. Hier. Nein. Nein, doch nicht. Also, immer Redstone dort, wo Stein ist. Und dann es verbinden. Und immer so weit. Stein und verbinden. Und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr bei jedem Stein eine Redstone-Fackel hinlegen. Jetzt habe ich eine daneben gelegt. Hier und hier. Ups. So. Und da habe ich eine zu viel getan. Und genau das gleiche bei allen anderen. So. Und mit Redstone genau das gleiche. Auch Stein, Stein, Stein und wieder Stein. Ups. Und dann zusammen verbinden. Und ihr seht, dass es von alleine mit der Fackel verbindet. Und hier könnt ihr auch eins legen. So. Hier hinten auch natürlich. Ich lege es etwas leiser, weil es Musik zu laut ist. Verbinden, verbinden. Und wie ihr es gemerkt habt, bei jeder zweiten Zeile bleibt es ausgeschaltet. Hier ist ein und aus.
Ganz hinten lässt sich einfach so, ohne Redstone. So, und jetzt kommt der Repeater. Moment. Von oben, ja, genau. Ja, das ist der Fehler. Ihr müsst diese Zeile, die zu viel ist, einfach abbauen. Ihr seht, diese, die unten sind, also die letzte. Einfach abbauen, das macht nichts. Und jetzt, also wie gesagt, mit dem Stein könnt ihr jetzt die Verdeckung machen. Ihr geht einfach nach oben und auf jedem Sticky Piston legt ihr einen Stein oder irgendetwas, Sand, ganz egal. Am liebsten nehme ich Stein, weil, oh, ah ja, noch bevor ich vergesse, einfach vor allem nicht zwei Steine übereinander, nur ein Stein, ja, das ist ein Fehler. So, so sieht's aus am Schluss. Jetzt macht ihr einfach den ganzen Umriss. Ihr verdeckt es ganz mit Stein. Oder ja, natürlich. Und nicht mit Sand, weil es Schwerekraft hat. Und auch nicht Gravel, Grieß oder wie man es so nennt. Weil es funktioniert sonst nicht. Ihr legt einfach den ganzen Kreis und verdeckt einfach alles. Und wie vorher, einfach nicht auf den Sticky Pistons. Es muss immer nur ein Block sein. So. Fertig. So sieht es am Schluss aus. Und jetzt fehlt nur noch der Repeater und der Hebel. Von unten wird es sehr dunkel. Ihr könnt es noch beleuchten, wenn ihr unten durchgehen wollt, oder einfach alles verdecken. Zuerst den Hebel natürlich und nicht sofort den Repeater, sonst gibt es einen kleinen Lag. So, wenn ihr einschaltet, dann seht ihr es, wie es aussieht. Jetzt den Repeater. Stellt ihr ihn genau. Moment, jetzt lag es auf einmal. Keine Ahnung warum. So, ich bin wieder da. Tut mir leid, ihr nehmt jetzt, wie schon vorher gezeigt, es bewegt sich einfach ganz sehr schnell. Ihr könnt mit dem Redstone diesen letzten Teil hier bekabeln und ihr legt einfach den Redstone, Repeater hier umgekehrt um. Hüpft einfach einmal. Und ja, das ist ein Grafikfehler. Man sieht es nicht ganz genau, aber man sieht jetzt die zwei da. Die müssen Maximum, also vier auseinander sein, das Maximum. Wenn ich jetzt das einschalte, Achtung, sieht man, dass es sehr, sehr leckt, aber es funktioniert. Von oben aus gesehen, so. Ich lege es noch leiser, weil es zu laut ist. Ja. Ihr könnt es natürlich auch länger machen oder breiter, wie schon gesagt, mit anderem Material. Das ist ganz wie ihr wollt. Und wenn ihr auch länger wollt, dann sieht's so aus. So, das ist mein Labyrinth, den habe ich gebaut. Und ihr seht hier beweglicher Boden. Das ist ein Hindernis. Ich werde es jetzt nicht einschalten, weil es sonst zu viel leckt. Und ja. Ich hoffe, dass euch das Bauen Spaß gemacht habt. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach kommentieren. Ich sag schon auf Wiedersehen. Das war iDevil. Tschüss. Das war iDevil.